Was wollten Sie schon immer mal gesagt haben? Wenn wir viel erhalten oder anders gesagt vom Lebenserreich beschenkt werden, dann entsteht in uns Menschen oft so eine Sehnsucht, dass wir dieses Glück, das wir selber erfahren haben, auch gern weitergeben möchten an andere Menschen. Und genau das, diese Stimmung, die nehme ich auch gerade sehr stark wahr in Salzburg. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt in der Corona-Pandemie engagieren sich sehr viele Salzburgerinnen und Salzburger ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Sozialorganisationen, zum Beispiel in der Lernbegleitung oder auch in Nachbarschaftshilfeprojekten. Ja, und ich möchte diese Gelegenheit jetzt nutzen, um mich bei allen, die sich hier freiwillig engagieren, sehr herzlich zu bedanken. Sie tun das alle unentgeltlich und ich finde das wirklich sehr, sehr großartig. Ja, was ich auch noch sagen möchte für all diejenigen, die das Video jetzt sehen und die überlegen, ob sie sich vielleicht in Zukunft freiwillig engagieren möchten. Ja, liebe Salzburgerinnen, liebe Salzburger, schaut vorbei auf unserer Freiwilligenbörse, die ist jetzt neu auf unserer Homepage. Weil eins ist sicher, es gibt für jedes Talent, für jedes Interessensgebiet und für jedes Zeitbudget das passende Engagement. Welche Geschichte aus Ihrer Jugend erzählen Sie Ihren Kindern am häufigsten? Ja, das ist jetzt keine Geschichte aus der Jugend, dennoch ist es eine Geschichte, die unsere Tochter schon sehr oft von mir gehört hat. Ich bin 2008 gemeinsam mit meinem Mann nach Nepal gereist und am Ende dieser Reise haben wir uns sehr beschenkt gefühlt. Einerseits vom Land, aber andererseits auch von den Menschen. Und wir haben dann beschlossen, wir möchten etwas zurückgeben und werden eine Schulpatenschaft für ein nepalesisches Mädchen übernehmen. Und deshalb haben wir auch am letzten Tag unserer Reise ein Waisenhaus besucht. Und es gibt so Momente im Leben, ich sage fast magische Momente, die eine große Veränderung im Leben bewirken. Und diese halbe Stunde, die wir dort verbracht haben, das war genauso ein Moment. Wir haben gelacht mit den Kindern, wir haben gespielt gemeinsam. Und was ganz, ganz spannend war, wir waren so neugierig aufeinander. Ja? Wir wollten gegenseitig die Lebenswelten entdecken und erkunden. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ein Entwicklungsprojekt gestartet, die Kushi-Initiative. Und wir haben die Kinder und Jugendlichen dann 8 Jahre lang begleitet und unterstützt. Ja, warum ich diese Geschichte da unserer Tochter gerne erzähle, ich wollte ihr da 2 Botschaften mitgeben auf den Weg. Das eine ist, lebe deine Träume, denn Träume wollen verwirklicht werden. Und das zweite ist, probier einfach auch einmal vielleicht in einem ehrenamtlichen Engagement Talente aus, die vielleicht in deinem Arbeitsleben sonst nicht gefragt sind. Das heißt, probier was Neues aus, schlüpf in eine andere Rolle und zieh vielleicht auch einmal eine andere Identitätsjacke an, weil ich habe das selber als große Bereicherung erlebt in Nepal. Worauf können Salzburger und Salzburgerinnen besonders stolz sein und worauf nicht unbedingt? So wie jetzt in der Corona-Pandemie der Hut brennt und Solidarität gefragt ist, dann kann man sich wirklich verlassen auf die Salzburger und die Salzburgerinnen. Sie halten zusammen, wenn es notwendig ist und ich denke mir, darauf können sie auch wirklich stolz sein. Und worauf nicht so? Ja, über diese Frage habe ich ein bisschen länger nachdenken müssen, mir ist aber dann doch etwas eingefallen. Wir haben im Herbst vom Freiwilligenzentrum einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Freiwilligenarbeit in der Obdachlosenhilfe. Und bei der Recherche zu diesem Artikel ist ein Thema ganz klar auf dem Tisch gelegen, nämlich die problematische Wohnungssituation in Salzburg. Und ich denke mal, es stehen da so viele Wohnungen leer und viele Menschen können sich auch diese Wohnungen momentan nicht mehr leisten. Und auf das Thema sollte man in der Zukunft wirklich nochmal genau draufschauen und auch Lösungsmöglichkeiten erarbeiten.